Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute den Lesemonat Oktober für euch und möchte euch dabei drei E-Books vorstellen, wobei ich auch ein Hörbuch gehört habe, wo ich mir gerade so einfällt. Und ein gebundenes Buch. Wir kommen zuerst zum Hörbuch, sonst vergesse ich das. Ich blende euch wie immer hier das Cover ein, damit ihr auch ein Bild dazu habt, was ich denn gehört, gelesen, wie auch immer habe. Gehört habe ich im Oktober, falls es im Oktober rauskommt, ich glaube schon, die Känguru-Apokryphen von Mark Wickling. Jetzt habe ich den Namen fast nicht mehr zusammengebracht. Also diejenigen, die das Känguru kennen und Mark Wickling kennen als Kleinkünstler, die werden das, denke ich, sehr gut verstehen können, dass ich auch den vierten Teil der Reihe, quasi der jetzt Nachzügler ist, auch durchgesuchtet habe und musste das natürlich auch als Hörbuch hören, denn ich finde, Mark Wickling spricht das einfach als, als Bester und das ist, also das bringt das sehr, sehr gut rüber, einfach die Stimme vom Känguru und von ihm selbst. Und genau, das hat mich sehr begeistert. Das habe ich aber irgendwie, ist mir das untergekommen bei der Statistik, aber gerade eben eingefallen. Also die Känguru-Apokryphen. Wie immer ist auch alles unten verlinkt, damit ihr da nachschauen könnt. Machen wir weiter mit meinem Tolino. Und zwar habe ich auch meinem Tolino von David Friedrich Schlag eingelesen. Das ist ein recht kurzer Text, ein eigentlich Slam-Poetry-Text mit Illustrationen. Hatte ich schon mal angefangen und hat mir nicht so richtig gefallen. Ich weiß auch warum. Ich habe mich jetzt ein bisschen durchgequält und habe es aber doch beendet. Und es geht eigentlich um Freundschaft, also nichts Verwerfliches oder kein schlimmes Thema. Aber aus irgendeinem Grund hat es mich nicht so gepackt. Das heißt, wir lesen von Torge und auch aus seiner Sicht, der sehr verschossen vernarrt ist in Augustin. Augustine ist nicht mehr mit ihm zusammen, sondern mit einem anderen und das macht ihm sehr zu schaffen. Und da kriegen wir dann auch noch die Beziehung oder die Freundschaft zwischen Torge und Jorik mit. An sich, nette Geschichte und so weiter, wie gesagt, konnte mich nicht wirklich mitnehmen, abholen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es einfach ein Junge in einem gewissen Alter ist oder die Thematik oder es mir zu übertrieben war. Ich, keine Ahnung. Es geht um Freundschaft, um Gefühle. Es ist an sich nicht verkehrt von der Thematik, aber ich konnte eben aus irgendeinem Grund nicht so viel damit anfangen. Dann habe ich ebenso auch auf meinem Tolino gelesen von Ava Reid, die Mondprinzessin. Ich wollte ja eigentlich, also das Buchcover finde ich herrlich schön, deswegen hatte ich mir lange überlegt, ob ich nicht das Buch als richtiges Buch hier haben möchte und habe mich dagegen entschieden aufgrund der Thematik, da es eher in den Bereich Fantasy so ein bisschen geht und ich nicht wusste, ob es mir gefällt und bevor es mir nicht gefällt und ich habe es hier stehen, dachte ich, ich kaufe es mir als E-Book. Ein großer Fehler. Ich war so begeistert. Also sie konnte mich auch mit diesem Buch überzeugen, dass ich direkt, also bevor ich es beendet hatte, wusste ich schon ziemlich sicher, da hatte ich schon nachgeforscht und geguckt, es gibt noch einen zweiten Teil, der erst in diesem Jahr erschienen ist. Mondlichtkrieger, dass ich den auch mir gekauft habe und gelesen habe. Also begonnen mit der ersten Geschichte, also mit Mondprinzessin. Es dreht sich also um Lynn. Sie ist die Mondprinzessin. Zu Beginn lernen wir sie aber kennen als ganz normales Mädchen, das eher gemobbt wird und fast schon misshandelt. Auf der Erde lebt eben und ja, kein besonders schönes Leben führt. Allerdings hat sie etwas und zwar Jim, der leitet eine Kampfschule und dort unterrichtet er sie in dem Kampf mit dem langen Stock. Sie ist da sehr begeistert dabei und auch sehr talentiert. Plötzlich wird sie allerdings, es treten verschiedene Dinge auf rund um ihren 17. Geburtstag. Sie kann ihn nicht alle einordnen und kann auch nicht damit so zurechtkommen, hat eher Angst, dass sie weiter, also noch mehr Bestrafungen bekommt bei der Leitung in ihrem Kinderheim, wo sie wohnt oder Jugendheim. Und dann wird sie auch noch angegriffen bzw. bedroht von zwei Fremden. Zwei Fremden. Das Ganze nimmt so seinen Lauf. Wie der Titel eigentlich schon verrät, ist sie die Mondprinzessin. Das heißt, das darf ich glaube ich schon verraten, sie kommt dann auf den Mond und lernt dort die Königsfamilie kennen. Ganz viel Neues und ihr Leben ändert sich um mehr als 180 Grad eigentlich. Und damit starten wir so rein in diese Geschichte von der Mondprinzessin und das Ende der Mondprinzessin. Ich kann es durchaus verstehen. Vielleicht gibt es einige, die sagen, nein, das ist furchtbar, wie auch immer. Oder dann ganz schrecklich.
Ich fand es heftig, aber ich kann es verstehen, warum es endet. Und ich finde, der zweite Teil war auch gut, aber nicht so gut wie der erste Teil. Der zweite Teil musste trotzdem für mich auch irgendwie sein. Also das war schon ganz gut so, dass es den jetzt schon gab. Und ich ja, mich da noch reinfallen lassen konnte. Der zweite Teil ist einfach sehr von Rache geprägt. Und sobald man ein bisschen mehr darüber weiß, worum es sich dreht, eben, ja, also um Lynn, die Mondprinzessin, und um Yuri, der ihr Retter eigentlich ist und ihr Beschützer dann auch. Und es gibt aber auch noch so, ja, Lichtgestalten, wie auch immer, Tiere, die jeden beschützen sollen, jeden Mondbewohner. Und ja, eine herrliche Geschichte. Also taucht einfach ein, lasst euch fallen. Ich finde, es ist nicht zu abgedreht, nicht zu sehr Fantasy, nicht tausend Dinge erfunden, sondern irgendwie recht bodenständig. Oder die es hat so was Märchenhaftes daran, was einen eher träumen lässt, finde ich, anstatt dass man, für mich ist Fantasy oft so, keine Ahnung, Zwergenkriege oder irgendwie sowas. Das, also ja, Dinge, die ich nicht so begreifen kann und nicht so gern lese. Aber wenn das so ins Märchenhafte geht, finde ich das schon wieder sehr schön. Genau, also Ava Reed konnte mich sehr begeistern, auch im Oktober. Irgendwie ist Ava Reed ja, glaube ich. Ich habe ja auch noch ein bisschen was da von ihr, also kann es noch weitergehen mit der Autorin. Und zum Schluss, gerade eben erst beendet, Das schönste Mädchen der Welt von, ich kann den Autor nicht richtig aussprechen, Michel Bierbeck. Er ist der einzige Herr, der den Weg auf die Lit Love 2018 wagt und den ich dann in der nächsten Woche treffen werde bzw. sehen werde. Und ich freue mich sehr darauf, denn sein Buch konnte mich total begeistern. Ich konnte mich ab der ersten Sekunde reinfallen lassen. Die hat mich richtig reingezogen, die Geschichte. Ich konnte es fast nicht zur Seite legen. Es war genau der richtige Schreibstil, locker leicht und doch irgendwie einzelne Themen drin. Es geht um Liebe, es geht um Musik, es geht um Prince, es geht um eine Band, die ein Stück weit zerbricht und man ist schon neugierig, warum ist die so zerbrochen, warum ist derjenige, um den es hier vor allem dreht, Leo Palmer, so zerbrochen an anscheinend bestimmten Gegebenheiten oder Ereignissen. Ja, wir trauern mit den Bandmitgliedern um Prince, wir fiebern mit bei der durchaus kuriosen und einzigartigen Aktion, die sie dann machen als Tribut. Und es ist, ja, also ich habe mich die ganze Zeit wie in einem Film gefühlt und hatte den Eindruck so, ich kann mir das alles super gut vorstellen und bin da mitten dabei und habe das einfach sehr, sehr genossen, dieses Buch, muss ich sagen. Und es hat mich nicht völlig überrascht, wie sich alles auflöst, musste es aber auch nicht, weil ich es umso schöner fand, wie es geschrieben war zum Schluss und welche Nachricht dahinter steckt und das. Das ist einfach so ein, ja auch, das berührt so das Herz und nimmt einen mit und nimmt einen an der Hand und sagt, hey, komm mit, ich zeig dir was. Und ja, richtig, richtig schön. Die Liebe ist der Soundtrack seines Lebens und ich, zwischendurch hatte ich mal ein bisschen Sorge, dass manch ein Teil der Geschichte in eine Richtung geht, die ich mir nicht gewünscht hätte. Aber es wird alles so rund, so harmonisch aufgelöst und so harmonisch weitergeführt, dass man einfach hat, okay, und wenn ich das Buch jetzt hier gerade zuklappe, dann fängt eigentlich gerade schon die nächste Geschichte wieder an und das ist so schön daran. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt so Klappe zu und Geschichte ist zu Ende, sondern als würden jetzt die Personen einfach hier in diesem Buch, die Protagonisten, irgendwo draußen in der Welt, wo auch immer, wirklich sein und einfach gerade beginnen, neuen Lebensabschnitt oder so, oder neue Geschichte anfangen. Und die, weiß ich nicht, die kann man gerade so schön weiter träumen und die, das gefällt mir. Das, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe vorher noch kein Buch von dem Autor gelesen und das bereue ich ein bisschen, weil ich den Schreibstil wirklich sehr liebe und ja, ich freue mich riesig, den Autor zu treffen. Das war mein kleiner, aber feiner Lesemonat aus dem Oktober. Ich habe es genossen, was ich gelesen habe. Ich habe allerdings, was man hier jetzt nicht gesehen hat, auch viel begonnen im Oktober. Habe das aber alles irgendwie nicht zu Ende gelesen und es war nicht der richtige Zeitpunkt und dergleichen. Aber ja, genau. Die anderen Bücher kommen dann hoffentlich demnächst. Und ich habe jetzt noch ein bisschen was von der Leseliste, von der Littler vor mir, beziehungsweise freue ich mich noch darauf, das zu lesen. Könnt ihr gerne da oben mal das Video dazu anschauen, was ich mir so vorgenommen habe. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf der Littler.
Vielleicht persönlich, das wäre sehr schön. Und wenn nicht, dann hier beim nächsten Video. Tschüss!